Okay. Little Nightmares. Ich habe das gestern durchgespielt, das Spiel. Fand es ganz cool. Und habe gesehen, dass es die DLCs, also allgemein diese Complete Edition, gerade im Angebot gibt. Für 7,50 € würde ich jedem empfehlen. Das Spiel ist nicht sehr lang, 4 Stunden circa, vielleicht 5. So ein bisschen wie Limbo und Inside. Und ich habe mir dann jetzt natürlich die DLCs runtergeladen, die 3 Kapitel. Und habe die noch nicht angefangen und werde das jetzt mal machen. Aktuell Kapitel. Ich habe noch nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, hört man mich überhaupt gut? Keine Ahnung. Falls irgendjemand mal zuschauen sollte, frage ich nochmal. Ansonsten, ja, werde ich die Lautstärke meines Mikrofons anpassen. Okay, jetzt spielen wir einen Jungen ohne Kapuze. Okay, der schwimmt direkt. Also das Hauptspiel war ja auf einer, auf einem komischen Schiff. Gott. Gott. Ah, okay, das ist einer, der da schläft. Ist das zufällig der, der Six das Brot gegeben hat zum Essen? Okay, natürlich selber Steuerung. Er hat aber kein Feuerzeug. Okay, hier ist ja der langarmige Johnny, Alter. Oh, wer ist das? Ach ja. Wird gerade ein anderes Kind verfolgt, der Arme. Was macht er eigentlich mit denen? Ach, da sperrt die ja ein, ja, genau. Ich habe mir ein bisschen was zur Geschichte durchgelesen. Und es ist ja nicht wirklich sehr komplex. Aber so wie ich das verstanden habe, gibt es hier eben die Kinder. Und die werden von diesem langarmigen Typen gefangen. Und dann wiederum unter anderem, nicht nur Kinder, aber unter anderem werden die halt auch von den Köchen zu Fleisch verarbeitet für diese fetten Gäste in Kapitel 4. Oh Junge, war das creepy. Oh, wieder so ein Egel. Und Teil 2 soll er dieses Jahr noch rauskommen. Den hole ich mir auch dann. Ach, so ein Auge. Ja. Okay. Das Spiel lebt sehr von seiner Atmosphäre und von der Musik auch. Ich spiele das jetzt gerade zum ersten Mal per Kopfhörer. Weil ich ansonsten kein Mikrofon hätte für den Stream, deshalb muss ich das ja mit Kopfhörern spielen. Oh Gott! Ich dachte schon. Okay, jetzt bin ich unten. Okay, da steht schon jemand. Muss ich da hin? Okay. Oh, der hat eine Lampe. Oh Gott. Gut, dass ich in der Ecke stand. Ohoho. Okay. Das ist so ein komisches Schiff. Komplex-Ding, keine Ahnung. Ist rund auf jeden Fall. Und da kommen wohl extra fette Gäste hin, um sich voll zu fressen in der Küche. Holy shit. Ah, das ist das Zimmer, ja. Da kann man von links. Das spielt ja parallel zu den ersten 3 Kapiteln. Irgendwie aus einer anderen Perspektive halt, natürlich.
Sprich, Kapitel 1 das Gefängnis, Kapitel 2 war der langarmige Johnny. Okay, das ist ein ganz anderes Mädchen. Und Kapitel 3 war ja mit den Köchen. Und also das Hauptspiel hat 5 Kapitel, das DLC mit dem Jungen hat nur 3. Kostet natürlich auch nur halb so viel wie das Hauptspiel und ich meine Kapitel 5 war ja sehr, sehr, sehr kurz und Kapitel 4. Okay, mein Bildschirm hat gerade geflackert, da muss ich mal kurz. Ne, oder nicht jetzt unbedingt, aber muss mal das HDMI-Kabel nochmal fester reinmachen. Ich glaube, das ist ein bisschen locker. Auf jeden Fall, Kapitel 5 war ja sehr, sehr kurz, 15 Minuten oder so. War schon das Kürzeste. Und Kapitel 4 war cool und schon creepy, aber im Grunde ist man die ganze Zeit nur vor irgendjemandem weggelaufen. Die ersten drei Kapitel finde ich viel besser, weil man da auch wirklich was tun muss manchmal. Sich verstecken, auf irgendwas warten, was sammeln oder so, einen Schlüssel. Aber in Kapitel, oh Gott, 4 war das halt nur einfach laufen. Das war ein bisschen, naja. Dafür war es cool, also cool creepy, in Anführungszeichen. Okay. Also man kann springen, schleichen, rennen und sich festhalten oder Sachen ziehen, schieben, aufsammeln. Das war's. Okay. Ja, aber der Koffer ist schon so hervorgehoben. Kann ich den ziehen? Nee. Ah, doch hier. Oh, ist das langsam. Okay, und jetzt schieben. Ja, das ist halt so ein Spiel wie Limbo und Inside. Nur, naja, also von der Spielmechanik her ähnlich. Vom Stil her sehr ähnlich. Hier hast du halt einen dreidimensionalen Raum, also kannst in die Tiefe gehen. Ohne Lampe. Und ja, musst dich eher verstecken und sowas. Aber in Limbo und Inside musst du ja viel mehr Rätsel lösen, um weiterzukommen. Die Titel finde ich persönlich besser, beide. Auf jeden Fall. Aber dieses Spiel hat auch seinen gewissen Reiz irgendwie. So von der Optik, von der Atmosphäre, von der Umgebung. Oh Gott, sind die schnell im Wasser. Yikes. Oh. Und schau. Gott, was ist das denn für ein Geräusch? Was ist das denn? Sieht aus wie irgendwas Totes. Oder ein Handschuh, kann auch ein Handschuh sein. Okay. Ich sehe keinen Sinn, dass ich hier hochklettere. Dann gehe ich einfach ins Wasser. Man wurde ja vorhin von so einer Hand runtergezogen. Das kommt entweder in diesem Level schon als, ich sage jetzt mal, Hauptgegenspieler oder im nächsten Level spätestens. Weil jedes Kapitel hat so seinen eigenen Gegner eigentlich. Okay. Man kann auch ein paar Sachen sammeln, also nichts Weltbewegendes. Im DLC gibt es anscheinend, ich glaube, Zeitungsartikel oder sowas. In jedem Level 5. Im Hauptspiel gibt es Wichtel, die so. Oh. Oh Gott. Okay, ich bin tot. Hier ist nix. Doch. So spitzköpfige Dinger, die kann man umarmen. Oder eben, man kann so Puppen aufheben und kaputt machen. Falls man noch
irgendwie Wiederspielwert dadurch haben möchte, kann man das machen. Okay, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Oh Gott. Überlebe ich den Fall? Nee, den überlebe ich doch nicht. Kannst du mir doch nicht erzählen. Aber irgendwie. Das bringt mir auch nichts. Ja. Komme ich hinter die Kiste? Nein. Hier komme ich auch nicht weiter. Ach, hier ist eine Pfütze. Okay. Ah ja, man kann mit Gegenständen, die man wirft. Oh Gott, das ist ja ein richtiger Klumpen von diesen. Von diesen komischen Aalviechern. Man ist halt sehr klein. Ich weiß nicht, warum die Kinder so winzig sind in dieser Welt, aber es ist irgendwie so. Was mache ich denn jetzt? Werfe ich die ab? Ich muss die wahrscheinlich locken und dann durchs Rohr selber klettern. Ja. Oh. Oh Gott. Und Schuss. Er geht doch weiter. Okay, noch mehr Wasser. Okay. Der Aufbau der Level, den finde ich halt ziemlich cool. Ich finde halt allgemein die Umgebung cool. Haben sie sich schön was ausgedacht? Wie, du kannst das nicht. Das nicht veräppeln? Ah ja, I see. Jetzt. Komm schon. Wasser, Marsch. Ja, Mann. Und jetzt kann ich da rechts durch. Ich habe kurz gedacht, ich muss das manuell anhalten und hab's schon nicht geschafft. Okay, was mache ich jetzt? Fragezeichen? In die Toilette? Nee. Kann ich tauchen? Muss ich das Wasser wieder ablassen? Geht das? Ja. Muss nämlich durch dieses Loch da rechts, 100 Pro. Ja, hier. Hä? Ich habe R2 gedrückt gehalten, er hat sich nicht festgehalten. Da muss ich doch 100 Pro durch, es gibt nichts anderes. Und das ist sogar beleuchtet. Das muss da durchgehen. Okay, nochmal. Ich kann es sogar stehen lassen. Okay. Dann let's go. Okay, Leiter. Vorbeigeschwommen, sehr gut. Okay. Ach da. Bedrohliche Musik. Hier ist dieses Wasservieh. Man hört schon plätschern. Heißt, auf zum Fass. Oh ne, da ist es doch. Ich bin direkt daneben gelandet. Oh.
Mama. Okay. Auf zur Couch. Auf zur Kiste. Jupp. Und jetzt zum Fass. Und zu dem Fass. Und zu dem Fass. Und zu der Leiter da. What? Du Wichser. Oh. Du Handgrabscher, ich wusste, dass du kommst. Okay. Und tschüss. Hier kommt der eh hinterher, so wie es aussieht. Oh Gott, das wollte ich nicht. Nein, ich wollte doch nicht da hinten runterfallen. Mann. Okay. Manchmal sind die Checkpoints gütig, manchmal aber auch nicht. Okay. Wo ist er? Der ist rechts. Warum ist der rechts? Ach, ich muss links, ich muss da gar nicht hin, da oben links. Ich muss hier lang. Ja, ciao, Alter. Okay, wofür ist die Kiste? Zum Klettern. Nein. Kannst du nicht schieben? Nee. Okay, dann hier hoch. Den Sack hochfahren lassen. Das war komplett falsche Richtung. Okay, kann ich weiter. So müsste das klappen. Ja. Kurbel, Kurbel. Okay. Da hängt eine Hand raus. Gut. Alles klar. Ach so. Ich dachte kurz, das fährt von selbst wieder runter. Okay, dann so, oder? Und jetzt so. Okay. Köder. Ja. Ciao. Okay, ich bin schon weg. Was war das? Maus? Excuse me. Hallo? Oh. Alter, hat mich irgendwie hat's mich erschrocken ein bisschen. Okay. Okay. Ups. War das das Ende? Nein. Ich komme da nicht rein. Okay. Warte mal. Ah. Oh, Alter. Oh Gott, bin ich schlecht. Muss natürlich auch, so gesehen, man darf nicht runterfallen. Ah, es geht ganz schnell, dass man. Okay, komm. Jetzt. Okay. Jetzt aber. Warte mal. Ja, okay. Oh, nicht so gut.
Da ist ein Dings. Okay, hier ist es nicht. Ist auch ein anderer Raum, okay. Hebel? Ah. Okay, vielleicht schnell hinterher. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, okay, den Schuh brauche ich ja nicht. Schlüssel, der, okay, der ist da oben drin. Da ist ein, entweder eine Ratte oder ein Wichtel drin. Ein Gnom. Ein Gnom. So heißen sie. Ich nenne die halt nur Wichtel, weil die irgendwie mich an Wichtel erinnern. Mit dem spitzen Hut. Da links das Bild. Sieht das am Ende vom Hauptspiel aus, also die obere Spitze von diesem Komplex. Ist halt ein bisschen wie eine Insel und unter Wasser auch. Also nicht die ganze Zeit, weil es gab mal so eine Situation. Oh Gott. Es gab halt so eine Situation, da hat man ein Schiff andocken sehen mit den ganzen Gästen und dann waren wir schon weiter über dem Wasser. Also vielleicht fürs Andocken sind die eher über dem Wasser und dann geht's wieder runter zum Großteil. Halt dieser riesige Schornstein, der ist über Wasser natürlich. Okay. Ich schätze, das war Kapitel 1 vielleicht. Könnte? Nö, noch nicht. Okay. Strom im Wasser. Das gefällt mir nicht. Ah ja. Okay, warte mal. Hier ist doch nichts. Okay, ich dachte, ich kann mir da jetzt was rausnehmen. Wieso drückt er den Knopf nicht mit dem Ding? Hallo? Ach so, okay, dann geht das nicht. Dann muss ich das als Floß nutzen, oder was? Ist das so gedacht? Meine Güte! Wieso fällst du denn rein? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Dass der so reingefallen ist. Ocean Man, take me to the land, take me by the hand. Okay, jetzt einfach ganz straight. Und jetzt? Was bringt mir das jetzt? Das bewegt sich ja nicht. Was ist das? Ach so, selber muss ich das drücken. Okay, Fragezeichen. Okay, jetzt muss ich die so positionieren, dass ich drüber komme, oder was? Wie mache ich das? Ja gut, hier oben dann. Aber so rum natürlich. Pack's doch, wie ich's möchte, Mann. Schieb es andersrum. Nein, nicht so. Alter. Er kann's einfach nicht. Gut, dann lasse ich's eben so. Würde auch schon reichen. Irgendwie. So. Und jetzt, excuse me, ich mach das Wasser wieder nach oben. Oh
Und drüber war easy. Okay. Das. Was ist das? Ach so, ein Loch. Ich dachte, das wäre so ein Blob aus Schleimmasse. Wo ist da denn so ein Loch? Kann ich da was reinwerfen? Den Eimer? Nee. Schade, ich hätte gern gehört, wie tief das ist. Okay, jetzt sehen wir, was das war. Ein alter Dude. Gar nicht creepy. Okay. Ich denke mal, das ist das Finale des Kapitels, wenn man den jetzt sieht. Oh Gott. Krantelbart, geh weg. Ja, hättest du gerne, ne? Du Wichser. So, was ist hier? Köder. Verpiss dich. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist er vor allem hin? Hä? I don't get it. Okay. Der ist ja weit weg. So aussieht. Ne, er hat sich ja geportet. Alles klar. Oh, oh. Okay, wohin jetzt? Da. Das ist das Ende. Okay. Easy. Ist das ein Furzkissen da unten? So, und jetzt aufs Boot. Yep. Und jetzt? Darüber. Okay, das ist scheiße, wenn er mich jetzt hier so angafft. Der ist ja da hinten. Voll Kacke. Jetzt habe ich hier voll den Nachteil. Sag mal. Uah, Alter, fast runtergefallen. Bitte mach keinen Scheiß. Muss ihn ein bisschen rumblubbern lassen. Ich mach's jetzt. Reicht, oder? Oh Gott, das wird eng. Ja, easy. Easy und tschüss. Ciao, alter Mann. Okay. Warte mal. Ich kann da rüber? Nee, das ist viel zu weit. Das sind Bait. Ich muss doch hier hoch. Aha. Und jetzt? Ah, ich kann den Topf nicht nehmen, schade. Okay, wieder Wasser. Wer hätte's gedacht? Was ist das für ein Geräusch? Hui. Okay, ich brauche diese Kurbel von da oben rechts für das Ding. Was macht der Knopf? Das Wasser weg? Okay. Und warum? Hä, was bringt mir das denn? Dass der Koffer anders steht. Wahrscheinlich muss ich den mittig machen, damit ich irgendwie, wenn das Wasser hochkommt, drauf springen kann und dann rüber. Ja. So ungefähr. Okay. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Jetzt wieder drauf. Hopp. Jetzt muss das irgendwie noch höher. Was ist das? Ach so. Ich muss das Ding da drauf fallen lassen, oder wie? Boah, das war ja. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Aber es hat funktioniert. Okay, was kurbeln wir jetzt hier damit? Ach, die Tür.
Ah ja, dafür ist der Koffer auch, okay. Okay, und tschüss. Nein! Oh ne, ich bin tot. Ja. Sehr gut. Ocean Man. Okay. Ich muss den Sprung schaffen. Das wäre schon essentiell. So. Und jetzt die Störer. Oh ja, oder so. Wow, ey. Leute. Da hinten hockt er. Okay, jetzt kommt er her. Und Stoß. Hättest du gedacht, ne? Hättest du gerne. Man muss gar nicht R2 drücken, man. Der hält sich einfach automatisch. Nee, doch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt wohin? Darüber. Yikes! Ocean Man! Hilfe! Da geht's hoch. Ha, ciao. Okay, was ist das? Strom. Wasser? Nee. Was bringt das jetzt, dass da der Fernseher läuft? Da ist ein Hebel. Ah, oh, ich dachte schon, ich fall runter. Und rüber. Und jetzt Strom, Wasser, Strom. Oh Gott. Oh Gott. Was bringt das Ding? Mehr Wasser. Warum? Was bringt mir das? Ich will nicht loslassen. Ah. Okay, sorry, ich hab's nicht so gemeint. Doch eigentlich schon. Du bist echt scheiße. Grantelbart, tschüss, Alter. Okay, jetzt da hoch, schätze ich. Das sieht aus, als könnte man da klettern. Ja. Oh Gott, warum ist der Fernseher da? Ins Wasser! Ins Wasser! Tu es! Ja, Mann! Ciao, Pisser. Okay. Na, wenn das kein Ende für Kapitel 1 war, weiß ich auch nicht. Kann ich da rein? Excuse me, what is this? Ah, da habe ich vorhin schon mal gesehen. Dann ist das wohl das Collectible, I guess. Ja, genau. Ah, so Flaschenpost. Ja, okay. Dann sieht das so aus. Ich wusste nicht, wie das aussieht, das Collectible. Ups. Oh Gott. Okay. Ist aber eine sehr lange Leiter. Ja gut, es gab schon eine deutlich längere Leiter in Kapitel 3, glaube. Oh mein Gott, der Typ! Was ist. Wow. Okay. Einfach so. War das gewollt? Ich glaube schon. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht ausweichen. Ja. Da ist Six. Links das im gelben Hoodie, das ist der Hauptcharakter vom Normal Game. Ah ja, und der Typ hat im Hauptspiel auch den Käfig genommen. Okay, Kapitel 1 ist damit beendet. Zwei vor uns. Ich glaube, das hat jetzt eine Stunde gedauert, circa, oder? Keine Ahnung.
Vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, das Hauptspiel ist ja auch nicht so lang. Von daher. Ich finde es toll, dass die Entwickler mit dem Spiel so viel Lob bekommen haben. Ich finde es jetzt nicht überragend geil oder sowas in der Art. Aber ich werde mir auch den zweiten Teil holen. Ich habe mir auch jetzt extra das DLC gekauft, wie gesagt. Ich finde es auch gut. Also nicht so gut wie Limbo oder Inside. Das sind mal viel bessere Spiele, finde ich. Aber es ist ja auch ein bisschen anders. Also viel mehr Rätsel. Das ist ja eher so hier. Ja, geht mehr auf Angstelemente ein. Oh ja. Ja, genau. Das sind diese Säcke. Wie ich vorhin schon gesagt habe, in denen die Kinder dann zu Fleisch verarbeitet werden für die Gäste, was ziemlich abgefuckt ist. Oh, holy shit, Alter, das gibt aber Rückenschmerzen. Dass der nicht tot ist. Ah, das sind die Gnome. Ja, was geht? Ich habe nicht wirklich gecheckt, was die Gnome überhaupt sind oder was die hier sollen. Die sind einfach da. So ein bisschen wie Mäuse und Ratten sind die einfach da. Und halten sich auf in den dunklen Ecken dieser, ja, dieser Anstalt. Hey guys. Nein, bleib hier. Komm ich da irgendwie. Da ist noch einer. Komm her. Knuddeln. Keine Ahnung, der läuft mir jetzt hinterher. Ich weiß nicht genau, was mir das bringt. Im Hauptspiel war das auch so. Aber ich habe keine Ahnung, was das soll. Kannst du die Tür aufmachen von der anderen Seite? Irgendwie will ich da hoch. Er macht mir halt nach, aber was bringt mir das? Ja, das weiß ich auch. Ach so, oh, ja, er macht mir die Tür auf. Ja, okay. Hey guys. Kommt ihr jetzt nicht her, oder was? Bisschen braindead sind die ja schon. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich muss den rüberschmeißen. Okay, ein bisschen zu nah. So. Yep. Und jetzt schön hier an den. Ja, an das Ding. Schieben wir das oder was ist das? Nee. Dahinter ist ja ein Loch, ich will das eher ziehen. Oder von der Seite, ja. Genau. Uiuiui, ist das dunkel. Er hat so lange Haare, ey, da sieht ja gar nichts. Okay. Noch einer. Ich denke, ich muss jetzt mit denen zusammenarbeiten. Okay. Ach da.
Komm her. Ich will eigentlich nur. Wie sage ich dem denn jetzt, dass er schieben soll? Hä? Die gehen nicht auf. Ne. Ja, und jetzt? ja. Musst du irgendwie hoch. Wie komme ich hoch? Wie? Puh, ich kann die Kohle schmeißen, aber warum sollte ich das machen? Auch nicht wirklich weit und auch nicht hoch. Check ich nicht. Ich check das nicht. Was muss ich machen? Der ist schon in Bereitschaft zum Schieben, aber wie komme ich denn da hoch? Ich muss ja den anderen befreien. Und dann? Was mache ich dann eigentlich? Dann kletter ich auf die Koffer zu der Tür, zum Türgriff. Wie komme ich da hoch? Ist die Frage. Wo ist der andere Wicht, der Gnome? Warum läuft er eigentlich nicht mit? Der war doch hier. Hallo? Warum bleibt. Ja, Kollege! Kein Wunder. Ich muss den ja benutzen. Aber wieso kommt er nicht mit? Okay, jetzt. Now we're talking. Jetzt schieb mal das Teil runter hier. Sehr gut, Freunde. Drei Freunde gemacht. Yeah. Okay, Zipfelboys, ran an die Türklinke, würde ich sagen. warte mal. Okay, ich hab's gecheckt. Erstmal das Ding schieben. Okay, es funktioniert nicht. Schieben, ziehen, irgendwas. Hallo? Ja, okay. Die Kiste da vielleicht. Aber wie. Nee, das geht auch nicht. Okay, now I'm. I'm really confused. Da geht's rein. Guten Tag. Oh. Der Langarmige und Six. Okay. Hier ist so eine. Ach. Okay. Wahrscheinlich nur dafür.
Flaschenpost. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur von wem. Es ist von unseren Freunden. Ich dachte kurz, das wäre Sanic. Sanic. Okay, runter. Überlegen. Was muss ich hier machen? Ich kann das Ding nicht schieben. Ich kann nichts schieben. Ich kann nur die Typen greifen, aber was bringt mir das denn? Wenn die nicht hochkommen. Ich das mit mehr Abstand machen? So? Nee. Wie? Tell me why. Nicht mal so geht das. Wenn ich mich ganz nah hinstelle. Nee, es geht gar nicht. So, näher geht nicht. Geht nicht. Was heißt das? Was muss ich denn tun? Weil das ja schwimmt, ist die ganze Zeit links und rechts, schwenkt das so ein bisschen. Deshalb geht die Tür da hinten auf und zu. Okay, ich bin ein bisschen ratlos. Freunde. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Wie bekomme ich die Tür auf mit denen? Kann ich einfach schieben? Ist das jetzt wirklich die Lösung? Oh Gott. Nein, ich bin so doof. Ja stimmt, wie sollen die überhaupt die Tür aufmachen mit dem Griff? Das geht ja gar nicht so. Ey, komm doch jetzt mal ran hier. Ja, die haben halt so nach oben gezeigt, deshalb dachte ich, okay, die wollen zur Tür. Du machst jetzt schön hier mit, Kollege. Alle drei, los. Nice. Kommt mit, Freunde. Kohlewerk. Wieso ist denn jetzt wieder nur einer da? Oh, Mann. Bleibt doch jetzt. Geh doch jetzt mal hoch. Oh, Jesus Christ. So, jetzt, komm. Alter. So knapp. Okay, jetzt, komm. Tu es. Ist da eine unsichtbare Mauer? Alter. Unfassbar. Wo ist denn der Dritte? Hilfe. Ey, der kommt da gar nicht hoch. Wo ist denn jetzt der andere? Hallo? Komm doch mal her. Mach das jetzt selber. Mir auch egal. Ja, wow, das hat ja gar nichts gebracht. Freunde, okay. Was ist das für ein komischer Schatten? Der ist so pixelt, what the fuck? Was ist das denn, ey? Da ist ein Gnome im Schatten da. Hä? Wieso wollen die sich nicht anpacken lassen? Okay, ich hole mal die anderen beiden Schwachmaten. So, du hast gecheckt. Du hast wieder mal nicht gecheckt. Bist du dumm. So, da lang. Und einer holt es gefälligst. Okay, die wollen alle da hoch oder was? Keiner will mehr. Okay. Uah. Dann mache ich halt. Lol.
Oh, die sind ja echt wie bei Chihiros Reise ins Zauberland. Das war auch so ähnlich hier in Kapitel 4, wenn die Gäste alle nur fressen und fressen und fressen, wie die Eltern am Anfang. Okay, warte mal. Links gibt's eine Leiter und rechts ist eine Tür. Ja, ich gehe rechts. Okay, da steckt einer drin. Kollege. Wie, ich kann den nicht rausholen? Willst du mich verarschen? Ich will ihn greifen. Ja. Lass uns Freunde sein. Okay, rechts geht's wohl weiter, aber ich will noch links so oben gucken. Das ist bestimmt so eine Flaschenpost, aber trotzdem. Ne, die Schatten sind hier, also das ist ein bisschen seltsam hier gemacht. Das ist bestimmt nicht Absicht. Nee. Das ist echt seltsam. Oh ja, ein Strick. Cool. Ich dachte, ich kann irgendwie den Strick bewegen. Oh, hier kann ich auch noch mal. Was war hier? Noch ein Raum. Alter. So viele Optionen. Drei Wege. Hatte ich noch nie so viele Optionen. Okay, hier ist das Kohle-Ding. Vielleicht wollen die jetzt mehr Kohle haben. Okay, hier ist nix. Vielleicht muss ich jetzt einen Haufen Kohle da irgendwie. Ne? Einfach nur so kann man hier hin. Okay. Das checke ich nicht ganz, warum man hier überhaupt rein kann. Aber, keine Ahnung. Vielleicht für die Illusion, dass die Welt offen ist oder so. Okay, was ist hier? What is here? Geht's hier weiter oder rechts? Ich raff's nicht. Jetzt hat's gespeichert, also geht's wohl hier weiter. Ja, das ist auch noch ein Raum. Ich bin ein bisschen überfordert. Okay, warte mal. Aber ich komme hier ja gar nicht weiter. Hier ist ja nichts. Hier ist ja nichts. Komme ich da hoch? Nein. Warum auch immer, das ist genug Platz. Hier gibt's Puppen. Warte mal. Puppen. Puppen, Puppen, Puppen. Puppen. Keine Ahnung. Gibt keinen Gegner im vorigen Spiel, der Puppen hatte. Oder? Nee, warte mal, doch. Was war das nochmal? Ich glaube, einer der Köche hat Puppen gesammelt oder gemacht. War das das? Es gab auf jeden Fall Puppen, ja. Oh, lol. Was ist denn hier? Ja, moin. Oh Gott. Ach, der, ja, der war das mit dem Puppen. Oh shit. Also geht's hier weiter. Scheiße, ey. Was war denn rechts? Oh Mann. Ich habe einen Raum einfach übersprungen, oder? Vielleicht habe ich auch nichts übersprungen und bild mir das nur ein. Oh Gott. Der Typ ist so geil mit seinen langen Ärmchen, ey. Weißt du, er hat so einen normalen Körper und gut, die Beine sind auch ziemlich kurz, aber der Körper ist ja auch nicht wirklich groß. Aber dann diesen massiven Kopf, der irgendwie blind ist und diese Arme, die schon doppelt so lang sind wie sein Körper. Das ist echt weirder Scheiß. Ah ja, und nur auf diesen Papierdingern
Stücken kann man sich bewegen, ohne dass er einen hört. Und hier muss ich jetzt auch zum ersten Mal schleichen, tatsächlich. Ich muss da hoch. Ah, das ist so ein Affe, mit dem kann man den ablenken. Das ist bestimmt laut wie sonst was, das Ding. Oh Gott. Okay, damit geht die Luke auf. Wofür ist denn der Hebel da oben? Da ist ja noch ein Knopf. Überall gibt es Sachen zu betätigen. Was ist denn das? Strom angemacht, okay. Und jetzt drücke ich hier und dann. Ah, dann hört er den Scheiß nicht, oder was? Jetzt kann ich rennen. Rennen! Und das Ding hier anmachen. Und schon. Du Penner! Hä, was ist denn hier los? Das war irgendwie buggy gerade. Okay, ich muss nach oben. Okay, ich dachte, ich habe was gehört. Lol, da ist echt was. Was ist das denn? Oh. Oh. Okay. Ja, ich höre doch was. Was? Ach da. Die kleinen Racker. Ist nur einer, okay. Will an die Kekse der Omi, ne? Ja. Wie komme ich jetzt weiter? Hallo? Achso, er ist da drin. Ja, moin! Ey! Ich brauch die! Okay, wofür brauche ich dich jetzt? Für die Leiter. Logischerweise. Danke. Und ein schönes Leben noch. Okay. Guten Tag. Ah, es ist dunkel. Oh? Okay. Eine Überwachungskamera? Ah ja. Ah, das sind Orte, in denen Six sich rumtreibt. Ja. Ja, da ist sie. Okay, dann war das ja nicht relevant. Sprich, ich muss hier gar nicht hin. Muss ich andere Richtung lang? Wahrscheinlich. Ah ja, hier. Dann hier rüber. Okay. Oh Gott. Das links war nur so
Ey. Wenn du dich gewundert hast, mir ist sie. Okay, die Frage ist. Warte mal, jetzt muss ich da hinten hin oder was? Ja, auf die Kisten macht ja keinen Sinn, da ist ja nichts. Aber irgendwie muss ich da doch hin. Die Frage ist, wie weit ging das? Okay, das ist das Maximum. Kann ich hier auch schon hoch irgendwie? Ne? Okay. I'm coming. Ach so, das geht wieder runter. Hä? Wo muss ich denn lang? Überhaupt? Wo muss ich denn hin, wenn ich da drauf bin? I don't get it. Oh, nee, nicht weiter runter. Ho, ho, ho. Hoch. Schneller. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll mit dem Scheiß hier. Was ist das nach unten? Auf die Schiene? Geht das? Hier oben macht das einfach keinen Sinn. Ja. Ich denke, das war richtig. Ja. Achso, ich muss nur über die Kisten wieder zurück. Alles klar. Pff, Alter. Okay, das war gar nicht knapp. Und jetzt wohin? Ich denke mal nach rechts schieben und dann runterrollen lassen nach links durch die Tür. Okay, wir kriegen das gar nicht hin. Viel zu schwach. Einfach direkt. Ich vielleicht so? Der Gnome schiebt dich hier. Ich baue halt auch keine Geschwindigkeit auf irgendwie. Ich check's nicht. Gibt's hier irgendwas? Ein Haken? Nee. Keine Ahnung. Wie soll das denn funktionieren? Also, links ist ein Raum und aber wie soll das denn bitte genug Geschwindigkeit aufbauen? Ach nee! Das muss nicht durch die Tür. Ich muss einfach nur da drauf und dann da hoch. Ah! Jetzt habe ich es gesehen. Okay. Junge, der arme Gnome. Ciao. Okay, got it. Ah ja, ich kann die Tür öffnen. Sehr gut. Naja, doch nicht. Doch nicht und noch nicht. Okay, kann ich das schieben? Nee. Komm mal her.
So, Kollege, du machst jetzt die Tür da hinten auf mit mir. Und dann schieben wir, dann machen wir den Hebel da. Also wie ihr seht, ist das Spiel eigentlich relativ selbsterklärend, was man tun muss. Man muss nicht viel überlegen. Ja, komm mal her. Okay, da ist so eine Flaschenpost, die hole ich mir einfach mal, wenn die schon hier ist. Ey Leute, ihr steht halt nur im Weg. Und auf damit. Okay, ich schieb's dir sonst wohin. Habt ihr jetzt die Fähigkeit? Nein. Natürlich nicht, wie immer. Einfach mitzukommen. Einfach mal nicht, Alter, irgendwo hängen zu bleiben. Ja, geil, okay. Jetzt hierher. Und hops. Komm jetzt mit, meine Güte. Unfassbar. Ups. Okay, ich kann die gar nicht mitnehmen, wie es aussieht. Egal. So. Komm jetzt her. Ich muss irgendwie. Nee, muss ich nicht. Warte mal. Und jetzt? Ja, okay, jetzt habe ich halt gleich einen Haufen Gnome. Knuddelwuddel. Okay. Komm bloß nicht runter. Wo ist denn der andere jetzt? Gab doch. Ah ja. Okay, und jetzt schiebe ich das Ding hoch, denke ich, mit denen oder so. Keine Ahnung. Nummer 3, Alter, komm doch mal mit. Du bist so ein Idiot. Okay, ich zieh, ihr schiebt. Komm, zu vier schaffen wir es. Ja, Mann. Schieb. Tu es. Ja. Okay. Come on, come on, come on. Come on, come on. Und jetzt machen wir damit keine Ahnung was. Ich schätze, da hoch. Da hoch. Da hoch? Wait. Okay, ich muss. Ey, das macht ja keinen Sinn. Ups. Kann ich jetzt von hier aus auf das Regal klettern? Das würde Sinn machen. Ja, okay. Ciao, Gnomies. Komm schon, tu es. Ich hab nix. Okay, die kommen doch wieder mit. Die
jetzt wieder diese komische Schatten. Und Tür auf. Jetzt muss ich sie erst wiederholen, weil sie doof sind. Okay, alle drei mitkommen. Oh. Okay, alle drei schieben. Yeah. Okay, los geht's. Jetzt bin ich hier. Ach so. Aha. Und jetzt nehme ich die drei wiederum mit, um nach rechts weiterzukommen. Fragezeichen. Ja. Genau. Ich lasse jetzt gleich runter. Ich kann ja noch da hoch. Oder war. Nee. War ich da nicht schon? Nee, da war ich schon. Da war ich schon. Oh Gott! Hab die Leiter verfehlt. Ist aber auch schwierig ein bisschen die Perspektive. Oh wow. Okay. Das überlebe ich. So. Und jetzt hole ich die drei für Kohleschaufeln runter. Ah, oh Mann. Okay, komm schon. Okay, Boys, let's go. An die Arbeit. Speicherpunkt, ja Mann. Oh. Auf das Ding. Oh. Ups. Das war wohl nicht so, wie es geplant war, irgendwie. Also, das Ding fährt jetzt wieder. Naja, doch nicht. Was ist hier rechts? Jetzt kann ich ja mal gucken. Ich brauche vielleicht noch mehr. Hier ist nämlich noch. Okay, der. Hier ist eine Leiter. So. Ich brauche bestimmt jetzt noch mehr von rechts. Um dann wiederum in der Mitte bei dem Ding weiterzukommen. Ja, 100 Pro. Okay. So. Was machst du? Oh. Das machst du. Die hat noch Saft, okay. Guten Tag, ich hab hier. Oh Gott, warum ist es so dunkel auf einmal? Oh mein Gott, das war ein bisschen unheimlich. Alter, das war. Das war schon creepy, ey. Auf einmal wird's komplett dunkel und dann kommt der. What? Alter. Was soll die Scheiße? Okay, okay. Nochmal. Bringt mir das irgendwas hier reinzugeben? Nee. Okay, ich muss logischerweise mit dem, das leuchtet, durch. Okay, wie mache ich das? Ich muss auch gleich kriechen und nicht so laut sein. Nicht über das Zeug hier. Auch Geräusche. Oh Jesus Christ.
Oh Gott. Alter. Creepy as fuck. Oh Gott. Alter. Okay. Ciao. Das ist mit Abstand die gruseligste Szene im ganzen Spiel, mit dem Hauptspiel inklusive. Aber hundertprozentig. Okay, wo muss ich denn mit der Scheiße hin? Oh Gott, was ist das? Was war das für eine Tür? Oh, der kommt auch hier rein. Oh Gott. Wo muss diese Scheiß Fuse hin? Wie heißt denn das auf Deutsch? Sicherung. Fragezeichen? Oh Gott, ich sehe ihn. Oh nee, der ist. Wie komme ich denn? Ich. Halala. Muss ich denn lang mit der Scheiße? Okay, ganz ruhig. Oh Gott, sag mir nicht. Muss das Ding da hochwerfen? Oh Gott. Weil ohne komme ich hoch, aber mit nicht. Jesus, dieser Typ atmet auch wie so ein Asthmatiker. Oder geht's, wenn ich. Aha. Oh Jesus. Kommt er hoch? Nee. Der Creep. Okay, alles cool. Boah, schlimmstes, glaube ich, überstanden jetzt. Oh, nee, nicht wirklich. Ich muss dir da drauf werfen. Und wenn die runterfällt, muss ich nochmal nach unten und die Scheiße nochmal machen. Warum tut die mir das an? Oder brauche ich die gar nicht jetzt? War die nur für da unten? Kann es sein? Ja, ich hoffe mal, ich brauche die nicht, ne? Ich glaube aber, es war wirklich nur für diesen dunklen Part da unten. Und jetzt? Hallo? Hier ist ein Stuhl. Ein Hocker. Kommt der jetzt hoch, Alter? Oder was? Oh, da muss ich hin. Ja, jetzt? Hallo?
Excuse me? Ich muss da rechts lang. Wie soll ich das denn machen? Ja, keine Ahnung. Was ist denn hier? Gar nichts. Ja, okay, wie komme ich denn da rüber? Habe ich jetzt nur nicht gecheckt? Komm schon, tu es. Hier braucht man auf jeden Fall keine Sicherung mehr, weil sonst könnte man gar nicht hochklettern. Deshalb, wie geht's jetzt hier weiter? Wie komme ich denn darüber? Ein Sprung macht's nicht, oder? Wenn es geneigt ist nach rechts. Ach, die Lampe. Ah ja. Okay. Ciao, langer Larry. Oh. Muss ich runter? Ja. Oh, das war knapp. Ach, hier ist noch eine Sicherung. Oh, laber nicht, der läuft ja auch rum. Ich brauche wahrscheinlich die jetzt erstmal. Ah ja, vor der Tür. Wie, der Schrank geht nicht auf. Dann geht der hier auf. Yep. Und hops. Und her damit. So, ich brauch dich gleich. Oh Gott. Ah, ich muss jetzt beide zurücknehmen. Oh Gott. Oh, warte mal, ich kann ja die leeren Fuses als Köder werfen. Das konnte ich vorher ja nicht. Gott, der ist ja direkt vor mir. Oh! Höllisch aufpassen wegen diesem scheiß Kohlenkack hier. Oh ne, nicht umdrehen, nicht jetzt. Nee. Oh Gott. Bitte schieb deinen Arm weg. Danke. Okay, ich muss jetzt beide holen. Oh, das ist ja kacke. Oh Gott. Ich dachte, ich kann nicht so mit den Füßen mitschieben. Aber ich muss echt zweimal laufen. Vor allem, das eine Mal muss ich ja wieder hin, in der Dunkelheit. Muss komplett im Dunkeln wieder zurück und das andere holen. Das ist ja scheiße. Obwohl, ich habe meine Lampe, also eigentlich egal. Okay, ich glaube, jetzt kann ich laufen. Jetzt kann ich rennen, bestimmt. Ja. Oh. Ist das aufregend. Oh, da kommen die Grafscher.
Da, du Wichser. Gott, das ist dunkel. Ich dachte, auf meinem Arm wäre jetzt eine Mücke, aber das war nur mein Kabel vom Headset. Oh Gott. Junge, diese Geräusche von seinem fucking Kiefer oder was? Kannst du bitte aus dem Weg? Okay, gut. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Hilfe! Okay. Komm bitte nicht hier lang. Du Wichser. Er geht oben. Perfekt. Weil jetzt kann ich einfach rennen, wenn ich will. Ciao. Mission accomplished. Oh, Gott sei Dank ist das vorbei. Das war echt. Puh, aufregend. Okay. Aufzug-Time. Baby. Ah, 3. Was geht? Okay, doch nur 0. Okay. Das haben die gerade zugemacht, oder? Ja. Ey, ihr Penner. Ich komme hier durch, ne? Da gar nicht hoch. Ja, jetzt weißt du nicht mehr, wo du hin sollst, ne? Gotcha! Hab dich! So, der Freund, den hole ich mir auch. Wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Gut, dann lassen wir das erstmal. Ah, wo ist der andere Kollege hin? Der ist weg, oder was? Okay. Kommst du da ran? Ich das so hinschiebe und ich dann werfe. Ich komme da gar nicht hoch. Oh! Okay, ich brauche alle. Ach ja, warte mal. Die Kiste ist nicht für hier. Doch, die ist für hier. Geh doch weg! Oh Gott, er ist so. Er ist viel zu stark. Muss ja bald schon ranschieben, damit ich auch hinkomme. Nee, das ist nicht so weit weg. Ich brauche noch mehr. Okay, let's go. Ah ja, I get it. Okay. Oh, ist das weit? Okay. Oh.
Vollgas voraus, Captain. Ja, gut, das reicht nicht. Wahnsinn, danke dafür. Das ist viel zu nah. Geht's schnell. Schnell! Nein, das ist nicht schnell. Meine Güte. Okay, nochmal zurück. Oh mein Gott. Okay, das war knapp. Heißt eigentlich, jetzt sollte ich hinkommen. Ja, jetzt auf jeden Fall. Okay. Surprise, Motherfucker. Auf mit dem Gemahle. Yeet. So. Komm jetzt mit. Wo ist der andere? Da. Wollt ihr mich verarschen? Warum geht ihr denn runter? Sind die komplett behindert? Check's nicht. Muss ich die ausplatzieren oder was? Ich brauche noch einen dritten Gnom. Wo ist dieser scheiß Gnom eigentlich hingelaufen? Da ist er doch, lol. Okidoki. Wofür brauche ich diese Kiste? Ach so, zum Drunterschieben der Tür wahrscheinlich. Hä? Ja. Ah, jetzt nicht so ernst. Hau ab, du verdammter Zipfelmützenboy, Alter. Geh weg. Warum ist der un... Junge. Ja, Junge, geht mir so auf den Sack. Hau ab. Okay, jetzt nochmal. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. So, Freunde, jetzt könnt ihr mit. Damit hätten wir die letzten drei und somit den Weg weiter. Die Frage ist, ist das jetzt Kapitel 2 gewesen? Ich schätze ja. Nachdem wir da hochgefahren sind, war es das, glaube ich. Okay, einer macht die Tür auf hier. Kommst du? Alter.
Ich wollte schon sagen, der bleibt hängen, weil er ein Trottel ist. Okay, let's go. An die Arbeit, Kollegen. Die Framerate ist irgendwie niedrig, keine Ahnung. So, und jetzt gibt's ordentlich. Ordentlich Kohle hier, Alter. Hau rein. Passiert jetzt nichts oder was? Ist noch nicht auf Rot. Dann war ich, glaube ich, war ich noch gar nicht ganz oben bei der Leiter. Ich weiß es gerade nicht mehr. Kann sein, dass ich da noch mal hin muss, weil da noch drei Stück sind. Bin ziemlich sicher, dass diese Container da mich aus dem Level bringen. Vielleicht ist hier noch was. Ich hab's gerade echt vergessen. Nee, da war ich doch auch. Was habe ich denn? Wieso geht's denn nicht weiter? Hier war ich schon. Ja, ja. Was fehlt mir denn? Kann ich von hier oben auf die Dinger springen? Muss ich das machen? Naja, ich glaube nicht so. Mal hier kurz die Rolle runter. Und Licht. Wo Licht bei dem Spiel braucht man eigentlich jetzt nicht unbedingt. Ich würde gerne noch das Kapitel abschließen jetzt. Echt nicht hier auf das Ding? Okay, ich komme drauf, aber das bringt mir nichts. Aua. Okay, ich weiß nicht, was ich tun muss jetzt noch. Ich war schon links und rechts. Doch hier dran, ich wusste es. Was bringt mir das? Damit ich runterkomme wahrscheinlich. Okay, was fehlt? Keine Ahnung. Kann ich selber auch noch Kohle nehmen? Muss ich das Ding nochmal betätigen? Nee. Ich weiß nicht, was fehlt. Keine Ahnung. Du fehlst. Hä, wieso sind denn hier noch zwei? What the fuck? Ihr drückt dich vor der Arbeit, ihr scheiß Hartz-IV-Empfänger, Alter. Ja, nö, so nicht, Alter. So, der geht jetzt arbeiten. Und du auch. Komm her. Wo bist du? Junge, ich hol dich aus deiner scheiß Bude raus. Okay, es hat wohl schon gereicht. Ich habe jetzt irgendwas verpasst. Ah, jetzt läuft's. Okay, ich habe noch einen mehr. Brauche ich zwar nicht, aber... An die Arbeit. Die Lemminge. Okay. Das war's. Ciao, guys. Viel Spaß beim Arbeiten. Totarbeiten? Das Bild krisselt wie sonst was, seht ihr das? Ach du Scheiße. Was denn hier los ist? Das ist wie ein schlechter DVD zu Blu-ray irgendwie. Wie heißt das denn? Export? Import? Scaling? Okay, ich sollte abspringen. Okay, hier, so wird das Schiff wahrscheinlich bedient oder der Komplex. Was geht? Ey, bleib stehen. Come on. Ich gebe euch allen Arbeit, Junge. Ich bin wie Hitler. Okay. Diese Situation hatten wir vorhin schon mal. Nur ohne... Jetzt haben wir keinen Wichtel. Gnom. Komm her. Ah, die helfen mir. Ich habe jetzt ihr Vertrauen gewonnen, wie es aussieht. Komm schon. Helft mir.
What the fuck? Die tragen mich? Ach so, die tragen den. Ah ja. Ah, hier wohnen die. Ist ja cute. Oh. Davon will ich einen Screenshot machen. Screenshot speichern. Ja. Kurz den Screenshot gespeichert. Okay. Ja, dann war's das wohl mit Kapitel 2. Warum wackelt das hier so krass? Was geht denn jetzt ab? Oh. Ein Fahrstuhl. Ja, okay. Hallo? Oh, das ist die Lady, die man in Kapitel 5 mit Sex eliminiert. Oh boy. She's just standing there. Menacingly. Okay, noch ein Kapitel, aber ich habe keine Zeit mehr, das zu streamen. Ja, ich hoffe, falls das irgendjemand als Video guckt, weil ich habe eingestellt, dass das irgendwie 60 Tage noch behalten wird als Video auf diesem Twitch-Kanal. Falls das jemand sieht, danke fürs Zuschauen. Das sollte jetzt, ja, ich spiele jetzt das letzte Kapitel wahrscheinlich noch. Muss ich mir noch überlegen, ob ich es jetzt spiele oder morgen noch in einem Extra-Stream dann. Aber ja, das war erstmal so eine Art Einblick in Little Nightmares, das DLC. Oder beziehungsweise die DLCs, das sind ja eigentlich drei Extra-Kapitel jeweils. Jetzt bin ich ja im dritten. Ansonsten, noch einen schönen Abend.